Ja, Leute, was mir ein bisschen Sorgen macht hier, ist die Tatsache, dass Online-Marketing, also die Klickpreise, sei es jetzt Google, sei es jetzt Facebook, LinkedIn oder sei es egal was, eigentlich immer teurer wird. Ja. Es kommen auch immer mehr Leute auf den Markt. Es gibt ja unzählige viele auch Ausbildungsprogramme da draußen, die teilweise auch sehr gut sind, die auch dazu animieren, dass man sich selbstständig macht, was auch grundsätzlich gut ist, aber sonst auch im deutschsprachigen Raum. Bei anderen Ländern sehe ich es noch nicht so. Ne? Also wer jetzt von euch auch mal international ein bisschen denkt, da gibt es auch Märkte, die sind noch nicht so weit entwickelt. Und beziehungsweise, aber natürlich der US-Markt sowieso, klar, das ist ein Haifischbecken. Aber bleiben wir mal beim deutschsprachigen Raum. Da ist natürlich schon so, dass man auch sieht, dass so der kleine Selbstständige und so weiter in absehbarer Zeit überhaupt keine Möglichkeit mehr haben wird, es sei denn, der leiht sich irgendwo fett Geld, jetzt nicht über Online-Marketing Kunden zu gewinnen, ja, weil es einfach zu teuer wird, ja, weil einfach zu viele auf den Zug aufgesprungen sind und jetzt auch dann wirklich mit mehr Geld da reingehen. Und das ist ja ein Bidding-System, ist ja völlig egal, ob das jetzt Facebook ist oder Google oder sonst was. Und letztendlich gewinnt dann immer der mit der meisten Kohle, natürlich auch mit den besten Anzeigen und so weiter, aber es spielt schon auch eine Rolle, wie viel Geld du hast, ja. Denn ich kann ja unter Umständen habe ich halt einen längeren Atem. Generell ist es halt letztendlich der Einstiegspreis ja schon vielleicht schon zu hoch für jemanden, der nur irgendwie 1000 Euro Budget hat oder sowas im Monat, ja. Also es geht nicht mal darum, wer hat jetzt die bessere Werbeanzeige, ja, sondern bin ich dann überhaupt noch fähig in absehbarer Zeit an dem Wettbewerb teilzunehmen, sozusagen, ja, weil einfach die Einstiegshürde zu groß geworden ist, ja. Und also auch so ein bisschen so dieses Winner-Takes-it-all-Prinzip und letztendlich auch dieses Aussterben, was letztendlich dieses mittelständische Aussterben, was in Deutschland mehr oder weniger stattfindet, ne, das ist da auch wieder so ein bisschen schwingt damit. Und ja, was bleibt dir dann übrig, letztendlich unterm Strich? Bis du mal eine gewisse Größe hast und dann letztendlich da mitspielen kannst in dem Spiel des Online-Marketings. Die gute alte Direktmarketing- und Direktvertriebsmaßnahmen, ja, also letztendlich an Events teilnehmen und so weiter, wird dich wahrscheinlich dann unterm Strich wahrscheinlich günstiger kommen, ein paar erst Kunden gewinnen, Telefon, ja, nach wie vor. Direkt-Mailing, kaltes Cold-Mailing, Direkt-Mailing. Direkt telefonieren, einfach alles direkt und analog unter Umständen machen. Denn ja, organischen Content generieren ist natürlich auch cool für vertrauensbildende Maßnahmen, aber auch, sagen wir mal, nur supplementär zu sehen. Ja, also das ist komplementär, ist dieses ganze SEO-Thema. Denn es ist natürlich, stimmt schon, dass da auch natürlich sehr viele Leute mitspielen und das Ganze natürlich auch sehr vertrauensbildende Maßnahmen dann sind, aber es ist halt sehr, sehr schwierig, da eine Konsistenz, also eine finanzielle Sicherheit, zumindest am Anfang auch aufzubauen. Ne? Also es ist eine wichtige Komponente, dieses ganze organische Content Generation und so weiter. Und es gibt definitiv YouTuber und so weiter, die nur davon leben, aber auch die tanzen so mehr oder weniger immer zu kontinuierlich auf Messerschneide, ne? Denn es könnte irgendwie ein Algorithmuswandel sein oder sonst was. Also auch die müssen schauen, dass sie ihre Listen aufbauen, ihre CRMs füllen, ja, mit Kundendaten, die, sagen wir mal, beständig sind, die sie ownen, ja, und auch anderen Dingen, ja. Also, dass sie da auch wegkommen rein von diesen. Also, ich würde mich nicht super wohl fühlen, auch wenn ich jetzt einen riesen YouTube-Kanal hätte, einfach nur von einem YouTube-Kanal abhängig zu sein. Ja. Und das sind alles schon Trends, die da nicht zu unterschätzen sind. Und ja, es war letztendlich noch nie wirklich leicht, aber es wird wahrscheinlich auch nicht leicht in der Zukunft. Das heißt, ich würde mir immer wieder auch darauf zurückbesinnen, auf Direktmarketing, Direktvertriebsmaßnahmen, also sowas wie zum Beispiel Telefon. Ja. Es kann unter Umständen sehr hart sein, Telefonakquise zu machen, Kaltakquise etc. Es kann aber unter Umständen auch
sehr dankbar sein. Ne? Also ich habe schon Fälle gehabt, wo ich letztendlich zwei, drei Telefonate gemacht habe und es war halt auch ein bisschen Zufall. Und dann habe ich so eine VW-Tochter einfach zum Kunden gemacht. Ne? Und dann haben wir dann einen Deal gemacht, der hat aber knapp 10.000 im Monat und das war durchaus ein sehr guter Return Invest. Ja? Also von daher ist es auf jeden Fall eine Option, die wahrscheinlich in der Zukunft wahrscheinlich sogar wieder an Bedeutung gewinnen wird. Auf das will ich eigentlich hinaus in diesem Video. Nämlich Kaltakquise, Telefonakquise und dergleichen. Idealerweise hast du halt das genötige Kleingeld und kannst natürlich auch anderweitig automatisiert Werbung schalten und so weiter. Und das kombinieren mit Telefonakquise, Kaltakquise und so weiter, weil das ist natürlich dann den Haufen Arbeit, wenn du es richtig machst, abnimmt. Das ist natürlich auch klar. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, dein Thomas Klein.